deutschen Moscheen sollten sich in Zukunft durch eine Art Kirchensteuer für Muslime finanzieren. Das schlägt der Leiter des Gesprächskreises Islam in der CSU-Landesgruppe und Bundestagsabgeordnete Alexander Radwan vor. Zuvor hatte sich CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer dafür ausgesprochen, in Deutschland ein Islamgesetz einzuführen. Es sei notwendig, um die Finanzierung von Moscheen aus dem Ausland zu stoppen. Radwan sieht in einer Kirchensteuer die Möglichkeit, diese Unterstützung aus dem Ausland zu ersetzen. Beim evangelischen Arbeitskreis der CDU-CSU stößt das auf Kritik. Dessen Bundesgeschäftsführer Christian Meissner teilte auf Anfrage der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA mit, man halte weder ein Islamgesetz noch eine Diskussion über die Kirchensteuer für sinnvoll. Die Muslime seien aufgefordert, sich innerhalb des gültigen Rahmens und der Vorgaben des Grundgesetzes zu organisieren. Die Evangelisation pro Christ will ihr Konzept erweitern. Das hat die Mitgliederversammlung in Kassel beschlossen. Im vergangenen Jahr hatte es erstmals keine Übertragung einer zentralen Veranstaltung per Satellit an Veranstaltungsorte gegeben. Stattdessen konnten christliche Gemeinden aus einer Liste mit 150 Verkündigern wählen, die dann dort predigten. Für ProChrist 2018 soll beides zusammengeführt und parallel angeboten werden. Als Hauptredner für die Zentralveranstaltung in 2 Jahren wurde die Leiterin des überkonfessionellen Christustreffs in Marburg, Elke Werner, und der Vorsitzende des Württembergischen Gemeinschaftsverbands, die APES, Pfarrer Steffen Kern, berufen. Christen brauchen keine Angst vor muslimischen Geflüchteten zu haben. Dieser Ansicht ist Michael Kiskal, Direktor der Theologischen Hochschule Elstal. Seiner Meinung nach bietet die Begegnung mit Muslimen auch eine Chance, christliche Werte zu vermitteln. Maite Kressel ist Referentin am Europäischen Institut für Migration, Integration und Islamthemen der Akademie für Weltmission in Korntal. Sehen Sie dazu einen Kommentar von ihr. Zuerst ist es mal wichtig, dass wir uns klar machen, dass dieser Mensch, mit dem wir sprechen, genauso davon überzeugt ist, dass das, was er glaubt, die Wahrheit ist, so wie wir auch davon überzeugt sind, dass das, was wir glauben, unser Glaube unsere Wahrheit ist. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir uns zurückhalten mit Kritik, direkter Kritik gegenüber Mohammed oder dem Islam, sondern vielmehr versuchen herauszufinden, was dieser Mensch wirklich glaubt, was ihn bewegt, weil es auch im Islam viele verschiedene Richtungen und Facetten gibt. Und dann wird auch dieser Mensch uns ernst nehmen und auch vielleicht uns Fragen stellen. Und dann geht es darum, nicht schlecht über den Islam zu sprechen, sondern über unseren Glauben zu sprechen, was es für uns in unserem Alltag bedeutet.